Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Diablo. Wir sind hier auf Level 1 und haben noch ein bisschen was zu erkunden, so wie es aussieht. Zum Beispiel hier. Oh, da haben wir hinten irgendwen gekillt. Ah! Ne, geh weg. Gehst du weg. Ja, komm her. Komm her. Oh, Star for Feeling, danke schön. Können wir sicher gebrauchen. So, ist hier noch irgendwas? Da ist auch noch was. Okay. Na, komm her. Komm her. Ne. Blödes Ding. So. Irgendwas drin. Ja, guten Tag. Achso, ich habe übrigens rausgekriegt, wie wir die Spell-Shortcuts machen. Wir haben hier F5, beziehungsweise F8 für den Heal-Spell. Und Charge Bolt können wir uns ja mal angucken. Macht weniger Schaden als der Firebolt und kostet mehr Mana. Ist also nicht unbedingt die beste Idee. Und zum Schließen der Fenster benutzt man die Space-Taste. Innovativerweise. Okay. Wir wollen hier mal weiter gucken. Hier waren wir doch schon. Wo waren wir? Da waren wir noch nicht. Hier. Upsa. Okay, da ist irgendwas runtergefallen. Da. Komm her. Komm her. Okay, ich würde sagen, bevor wir da weitergehen, gehen wir nochmal kurz raus und heilen uns und verkaufen überzähligen Kram. Wie üblich bei vielen Rollenspielen ist der Anfang immer am schwersten. Und ich glaube, der Kollege Butcher ist auf Level 2. Also das wäre dann auch gleich das nächste Level. Und der war ziemlich annoying, den zu besiegen. Aber wenn wir das nicht schaffen, ist ja nicht weiter schlimm. Wir können ja das Spiel einfach nochmal neu starten mit dem gleichen Charakter. Und dann hat man vielleicht Glück und muss den nicht machen. Wo wollte ich? Hier wollte ich hin. Das Spiel immer mal wieder neu beginnen ist sowieso eine ganz gute Taktik, wenn man noch nicht genug Erfahrung, also wenn zum Beispiel ein Level, die Monster werden ja üblicherweise in den tieferen Leveln immer schwieriger und wenn man quasi noch nicht genug Erfahrungspunkte gesammelt hat oder es einfach zu wenig gute Spells, gute Zauberbücher, was auch immer, gute Items gab auf den oberen Level, dass man, bevor man tiefer hinabsteigt, die oberen Level nochmal spielt und dazu muss man halt ein neues Spiel beginnen. Das ist also das ist also durchaus nicht ungewöhnlich in Diablo, das ist ganz im Gegenteil. So, haben wir, verkaufst du, das will ich haben, das will ich haben, das kann ich mir nicht leisten, das kann ich mir sogar nicht mal ein bisschen leisten, das kann ich mir sogar, wow. Book of Town Portal, ja, das wäre schon ziemlich gut. Okay. Was haben wir denn hier alles? Also den können wir mal behalten. Der macht 2 bis 4. Der macht 2 bis 5. Ich würde sagen, den behalten wir mal. Das können wir verkaufen. Können wir eh nicht viel mit anfangen. Ja, das können wir tragen, bis es kaputt geht. Können wir alles verkaufen. Sets Fire Trap, ja, okay. Sharpness Increase of Weapons Damage Potential. Search. Leider stacken Scrolls nicht.
Wenn wir keinen Mana Shield haben, werden wir uns also mit Healing Potions. Ja, Mana Shield, das ist auch das erste, was eigentlich der, das ist eigentlich der wichtigste Zauber im ganzen Spiel. Der macht nämlich, dass wir, wenn wir Schaden nehmen, keine Hitpoints verlieren, sondern Mana verlieren. Und es ist für einen Zauberer natürlich ganz praktisch, weil er üblicherweise ziemlich viel Mana hat. Wow, what can I do for you? Das ist das behalten wir. Ja, das kann natürlich auch weg. Points plus 13, das ist in unserem Fall wahrscheinlich gar nicht schlecht. Die Ability 6 von 6 ist natürlich nicht so viel. Strong Rope. Rope of Dexterity. Rocks of Magic klingt ganz gut. Mehr Magic. Kappa 5 minus 1 Damage from Enemies. Klingt auch nicht schlecht. Of Skill. Aber ich tendiere eher dazu, Sachen lieber zu finden als zu kaufen, weil meistens gibt man sein ganzes Geld für irgendwas aus und wenn man das nächste Mal in den Dungeon hinabsteigt, findet man ein besseres Item. So, jetzt haben wir ja Platz. Naja, so richtig viel nicht. Gibt's eigentlich? Nee. Es gibt auch keine, das war Diablo 2, ne, wo es so eine Lagermöglichkeit gab, ja. Aber wir können, solange wir das Spiel nicht beenden oder neues Spiel beginnen, können wir, glaube ich, Sachen hier liegen lassen. Und die bleiben hier. Glaube ich. So, was kostet es denn, wenn du mal mein Cape reparierst? 2, ne, das machen wir. Das ist nicht teuer. Okay. So, okay. Achso, gibt es keine genauere Beschreibung, okay. Ich weiß nämlich nicht, ob das auf Level 1 ist oder ob das auch auf Level 2 ist. Na, schauen wir mal. Okay. Wo waren wir denn jetzt noch nicht? Kann ich ja nicht. Okay. Hier irgendwo. Da. Hier da oben. Okay. Da. Genau hier. Come on. Er war direkt vor dir. Okay. Nix. Das ist eine ganze Menge. Hupalalala. Ja, komm mal her. Du auch. Na? Na? Na, bitte, dann eben nicht. Hey, du, bleib hier. So, das hast du nur davon. Dann habe ich dir den Rücken geschlagen. War das besser? Fühlst du dich? Hast du dich besser gefühlt? Upa, ja, dich treffe ich sowieso nicht. Oh, schön. Kümmern wir uns gleich drum. All of accuracy. Okay. Level up. Was macht Stärke? Macht Stärke auch Schaden? Gucken wir mal. Nee, macht es nicht. Aber ich glaube, Stärke höher ist gar nicht schlecht. Wir müssen ja auch bedenken, was unsere Schwächen sind. Und Dexterity sollte ich dann auch mal erhöhen. Weil ich glaube, Magic wird mehr oder minder von alleine hoch genug. Aber wenn wir zum Beispiel Ausrüstung... Ah, nicht so viel auf einmal.
Ausrüstung finden ist ja auch häufig attributsabhängig und da ist es doof, wenn man dann irgendein Attribut total mies hat und dass dann genau die man genau da einen besseren Wert braucht, um ein bestimmtes Item zu benutzen. Deswegen, und gerade, ich glaube, mich zu erinnern, dass Rüstung für, also dass bei Rüstung die Stärke relevant ist, oder würde ja auch einen gewissen Sinn ergeben, also weil die ja auch einfach schwerer sind, denke ich mal, als, weil ich Stäbe, dass man da vielleicht ein bisschen mehr Stärke haben sollte. Okay, auch als Magier. So, das war jetzt aber alles hier, ne? Ja. Okay, was leider nicht geht, ist, dass man die Karte... Doch, kann man. Ah, okay. Da können wir also auch gucken, wo war schon... Waren wir überall? Jo, meine, da können wir ja mal Level 2 gucken. Ich meine, wenn wir sterben, sterben wir. Wie komme ich in Level 2? Da ist es. Nee, das war Level 1. Wo ist die Treppe nach unten? Hier. Okay, müssen wir hier lang. Gut, Level 1 haben wir erfolgreich befriedet. Gucken, wie wir uns zu Level 2 anstellen. Oh, gleich ein Bookcase, das ist gut. Und bevor wir irgendwas machen, gucken wir da mal rein. Und wir finden Firebolt, den können wir schon. So, da können wir mal gucken. Firebolt haben wir jetzt Level 2. Wenn wir jetzt das Zauberbuch lesen, haben wir Level 3. Das heißt, er macht mehr Schaden. Das ist gut. Und ich glaube, er verbraucht weniger Mana. Blade. Ey, Vorsicht. Okay. Corpse Eggs. Aha. Hupala. Wow, wow, wow. Come on, kill him. Oh, du hältst schon zwei Treffer aus, okay. Du nicht. Fiend! Ah, Burning Dead, deswegen. Okay, du hast wahrscheinlich Fire Resistance. Okay. Hallo, Burning Dead, komm mal her. Wow. Okay, die schlagen auch schon ein bisschen härter zu hier. Ach, den habe ich natürlich nicht mitgenommen, den Star of Healing. Das war schlau. Also von denen scheinen wir ja genau einen Schlag auszuhalten. Der zweite würde uns wahrscheinlich killen. Und irgendwann lerne ich auch nochmal, dass ich sie nicht in ihrer Bewegungsphase angreifen darf, weil dann schieße ich vorbei. Ich muss warten, bis ich stillstehe. So. Okay.
Ich meine, solange wir ihn haben, können wir ihn ja auch benutzen. Unseren Recharge-Staff. Weil so richtig auf Nahkämpfe möchte ich mich eigentlich nicht mehr verlassen. Dafür sind wir irgendwie nicht so richtig gut aufgestellt. Tour Dark Passage. Ah, ich glaube, das ist die Water Supply Mission. Leere Truhen, das ist unbefriedigend. Ah, Level 3. Nee, danke. Das muss nicht sein. Okay. Okay, hier waren wir schon. Da waren wir noch nicht. Ich meine, ach, wo wir schon mal hier sind, probieren wir mal, ob wir die Water Supply Geschichte schaffen. Ein bisschen Zweifel. schauen wir mal. Perks Geduld, Geduld, nicht? Sofort angreifen. Warten, bis sie stillstehen. Haben wir hier eine Karte? Ja. Okay, irgendwer macht hier Dreck ins Wasser. Seid ihr das? Kann sein, dass wir hier auch schon einen Boss treffen? Ich weiß auch nicht. Bin mal gespannt. Komm her. Wow. Komm her. Oh. Okay, du hast auch irgendeine Form von Resistance. Wow. Come on. Ihr seid gefährlich. Okay, das war gut. Level up ist immer gut. Uns mal kurz zurückziehen, mal zu gucken. So gering ist, machen wir jetzt mal das. Hast du irgendwas sonst fallen lassen? Nee. Und dann noch mehr von euch? Okay, hier ist Ende Gelände. Da ist offensichtlich noch was. Ach komm on. Ach komm. Du blöder Depp. Haben wir die jetzt. Haben wir die mitgenommen? Ja. Aha.
Durch alle durch. Ja. Komm mal her, Carver. So, dann ist das Sergeant Hawk. Upala, hält ein bisschen mehr aus. Flash Clan. Und vor allem rennt er ziemlich erratisch hier durch die Gegend, was das Treffen ziemlich schwierig macht. Und ich glaube, da möchte ich... Von dem möchte ich mich lieber nicht treffen lassen. Na, ha, 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 ha. Sehr schön. Hier ist auch nichts. Ah! Wow, wow, wow. Du hast mich nett überrascht, Freund. Das war... Hast dich gut versteckt hier. Gibt's hier irgendwas? Nee. Okay. Ja, da habe ich was gesehen. Komm her. Okay, es ist echt schön, dass sie zuerst immer Schiss kriegen, wenn sie also immer den ersten gekillt haben. Hast du irgendwas fallen lassen? Sehe nicht. Da war was. Good pieces, okay. Ah, da sieht so aus, als sei da was. Uiuiui. Na, kommt her. Okay, die können wir ja nicht reparieren. Da können wir ja nur hoffen, dass sie hält. So, also bitte keine Treffer mehr. Ja, gehen wir mal Nummer sicher. Ja, dass die Wände nicht transparent sind, das ist... Ah! Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Die haben Archer. Archer mögen wir nicht. Quatsch. Space. Okay, gut. Ging besser, als ich dachte. Sicherheitshalber. Ja, sind mehr von euch. Ja, komm her. Ah, wir haben alle gekillt und da wird das Wasser wieder gut. Okay, ne, das ist ja schön. Oder warst du irgendein Chef, ne? So, aber ansonsten bringt uns das nichts, ne? Außer, dass wir jetzt die ewige Dankbarkeit der Townspeople haben. Itemmäßig, liegt hier irgendwas rum? Du hast auch nichts fallen gelassen. Also ihr könnt mich gerne in den Kommentaren darauf hinweisen, wenn ich irgendwas übersehe, weil ich werde mit Sicherheit Sachen übersehen. Nee, das ist einfach nur... Okay, na gut, dann gehen wir wieder raus. Und gucken wir mal, was wir da als Belohnung für bekommen. Wer stöhnt denn jetzt hier noch im Hintergrund? Wir haben ja da alles befriedet. Ja, ich weiß, das ist nur die Musik, aber trotzdem. Na, das werde ich nie lernen. So, wie kommen wir hier raus? So.
Okay. Na, dann würde ich sagen, gehen wir doch gleich mal zurück. Ja, Town Portal ist auch sehr praktisch. Ja. So, hier durch. Ja. Okay. Ja, Jogging geht leider nur in Tristram. Im Dorf. So, von wem hatten wir die Quest nochmal? Achso, der ist schon vorbei. Mhm. Gibst du uns jetzt irgendwas? Das war er hier, ne? What's that you say? Oh, yeah. The mere presence of the demons has caused the water to become tainted? Mm-hmm. Oh, truly a great evil lurks beneath our town. But your perseverance and courage gives us hope. Really? Please, take this ring. Perhaps it will aid you in the destruction of such vile creatures. Okay. Was ist das denn für ein Ring? Ring of Truth. Okay. Not identified. Das ist also nicht besonders hilfreich. Hättest du den ja identifiziert? Hättest du uns nicht was Identifiziertes geben können? Jetzt mal ehrlich. Also jetzt mal. Außerdem kannst du uns mal heilen. What ails you, my friend? Also, geht doch. So, Hello, my friend. Stay a while and listen. Sollen wir uns was Neues erzählen? Deeper into the labyrinth, you may find tomes of great knowledge hidden there. Read them carefully, for they can tell you things that even I cannot. Okay. Okay. Yo. Indestructible. Unique Item. Ja, das hilft mir jetzt aber auch nicht. Herr Heidewitzka. Minus 1 Damage von Enemies. Resistor plus 10%. Klingt nach einer guten Idee. So, das Cape ist gleich im Eimer, aber das ist ja egal. Hat ja eh nicht viel Rüstung. Okay, das sind also magische Waffen. Ja, ich glaube, wenn wir die verkaufen wollen und sie nicht identifiziert sind, bringen sie nicht so viel. Ne? Yeah, Klappe halten kannst du. Gucken wir mal. Also 50 und 87. Hello, my friend. Stay a while and listen. Hm. Okay, 50, 87. Es hat uns 200 gekostet. Jo, da haben wir guten Tausch mitgemacht. Kann natürlich passieren, wenn er identifiziert und dabei rausstellt, dass das totale Mist-Items sind. Weiß ich, verflucht oder kaputt oder was auch immer. Obwohl, bei kaputt braucht man, glaube ich, keinen Identifier. Egal. Dann kann das natürlich nach hinten losgehen, aber das ist ja ganz gut. Sell. Yes. Sell. Yes. Das Ding ist Blade? Das klingt so generisch. Hello, ist das friend. Nee. Stay a while and listen. Ist einfach nur eine Blade. What can I do for you? Gut, Claymore kann weg. Yep. Und Blade kann weg. Chance to hit, aber auch nur für dauerhaft? Weiß ich gar nicht. Ich glaube permanent, ne? Ich meine, man wechselt seine Waffen ja üblicherweise relativ oft. Ich weiß nicht, ob ich die Dinger, ne? Vielleicht benutzen wir sie beim Butcher. Dann behalten wir die mal. Die machen ein schönes Geräusch. okay. Ne, dann wollen wir mal schauen, ob wir noch irgendwas Schönes. Also den nehmen wir jetzt diesmal mit. Können wir noch hier lassen. Wow, what can I do for you? Aber weißt du was, das ist so billig, reparier das nochmal.
Ah, das kostet schon ein bisschen mehr. Ja, aber den werden wir ja nur benutzen, wenn wir uns tatsächlich heilen wollen. Also nicht damit kämpfen. Also kann der ruhig ein bisschen Schaden haben. Dann wollen wir mal gucken, was die Hexe verkauft. Jetzt haben wir ja ein bisschen mehr Geld. I sense a soul in search of answers. Scroll of Identified kostet genauso viel wie... Ja, oder? Auf Mana Shield. Oh Gott, den bra. Oh, 16.000, fuck it. Wir haben. Ja, aber üblicherweise findet man das. Volleyball, Surf of the Jester. Plus Damage braucht kein Mensch. Charges auf was denn? Was of the Jester? Keine Ahnung, was Jester macht. Naja, gut. Okay. Ja, gut, haben wir ja zumindest eine Mission erfolgreich erledigt. Haben den Ring of Truth, der uns total viel besser macht. Moment, hat er nicht was gesagt? Irgendwas für alle. I cannot cast that here. Du sollst das auch nicht casten, ich will wissen, was der. Achso, dazu muss ich das zumachen, ne? So, ja. Hitpoints plus 10. Resist All plus 10, okay. Ja, 10%, 44 live. Okay. Level 5. Sehr schön. Ja, da würde ich sagen, versuchen wir beim nächsten Mal die andere Mission anzugehen. Den Butcher zu butchern. Mal gucken. Und dich zu avengen. Oder sowas in der Art. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder mit mehr Diablo. Bis dahin. Tschüss.